Herzlich willkommen bei Tackled. Mit wieder dem IMAX. Und Hallo. mir Ja, bin ich. der unten bei seinem Clark wieder rumhängt, weißt du, die beiden. Alter Clark. Der Typ, der da mit seinem Roboter kuschelt. Ich kusche nicht mit ihm. Er ist einfach nur Nein. liebenswert. Ja. Und er kann auch andere Sachen Gott. bearbeiten. Ich meine damit Vorgärten. Ach, Und verdammt. Hinterhöfe? Alter. Da Das wurde ich Niveau im ist Dienst wieder mal, also angeschrieben. wir fangen an und wirklich das Niveau sinkt und alle sau. Ja, Ja das und? ist Aufnahmestatus. Das ist bei mir was komplett anderes. Ich verstell mich ja immer. Ja, genau, also Boromir ist in Wirklichkeit eigentlich übelst der Ich bin eigentlich übelst aggressiv und genau. übelst Total blau. unlustig. Bin eigentlich voll unsozial, also ich weiß gar nicht, Richtig, voll wie der ihr von meinen Eltern Assi. seid. Ja. Ich rede auch die ganze Zeit immer nur, wie viel ich mir von meinem Hartz IV gerade kaufen kann. Wie viel Porsches du schon mit dir zusammengeschnorrt hast? Ja. Ja, so ist. Geil. Das ist die wahre Natur von Liberty alias Bochum 124 und auf dem Kanal Silvertinum. Genau, und die wahre Natur von IMAX, der mit dem I. Oder nur Max, was mir am liebsten ist. Von Max Ge ohne DD. Geil. Max Gaming, aber mit Doppel-T. Wer nicht Weißt, weiß, der was hat wir damit Doppel-D. meinen, einfach mit Diamanten! vor. Wir hatten Doppel-D wie Diamanten. Clark hat Diamanten gefunden. Guter Clark. Guter Sitz, Clark. sitz, brav. Warum baust du das hier nicht fertig, IMAX? Warum ist hier nur so halb angefangen, das Zeug? Wo denn? Hier. Ach so, ja, weil wir doch gerade den Start der letzten Aufnahme verpupult haben. Verpupt. Ja, wie Dieses verpuppen ihn genau? Wort. Ich lass Clark mal hier unten alleine und mache jetzt endlich einen verdammten Ich Kondenser. sammle doch schon. Was macht ein Kondenser? Sag Mit dem jetzt nicht, kann. er kondensiert was. Im Grunde ja. Alter, ich habe jetzt kaum Samen bekommen von den Dingern. Zwei Stück. Wow, damit kann ich jetzt das andere auch noch pflanzen. Also, jeder Block, also fast jeder Block hier in Tekkit, hat einen EMC-Wert. Also, das sind magische Magisch. Minecraft-Punkte. Warum So viel, zum magisch? Beispiel Stein ist 1 wert, Diamanten 2468 oder so, keine Ahnung wie viel. Ach so, du Und meinst, das ist eine ID. ja, und der Kondenser wandelt Blöcke in diese magische Währung um. Und hier wird gerade ein Gerät gebastelt. Und kann aus dieser magischen Sache, also man kann aus 3000 Setzlingen einen Diamanten machen oder so, keine Buchen wir, guck Ahnung. mal rein. Und zwar mache ich jetzt ein Electric Furnace. Damit wir Ich auch bin alles schön unterwegs. elektrisch haben. Hab schon mal alles hier reingebastelt. Und danach baue ich gleich noch ein zweites. Das heißt einfach mal zugucken. Ja. Geil. Das ist ein Electric Furnace, der arbeitet dann Okay. auch mit diesem Strom, den wir hier in unseren Solarzellen erzeugen. Bumi, hast du gesehen? Ja. Möchtest du ihn rausnehmen? Nehm Nein. ihn Okay, dann nehme raus. ich ihn. So, dann jetzt zum nächsten und zwar Empty Cell. Hier so, huch, ist Das sind verkehrt. Batterien. Nein, Empty Cell sind Zellen, Leere sag ich mal. Zellen. Genau, Also leere Zellen. kleine Behälter. Die kann man mit Lava füllen. Hier zum Beispiel das Ding hier ist mit Lava gefüllt. Warum mit Lava? Weil man das mit Lava kann. Das wirst du gleich noch sehen. So, dann mache ich hier Glas hin, dann machen wir hier unten noch einen Generator hin und dann packen wir hier nochmal ein bisschen. Und wir haben einen geothermischen Generator. Und Der der macht erzeugt uns nämlich. den Vulkan. Da, Der hat. damit macht man Strom aus Ja, Lava. genau. Und deswegen habe ich auch diese Lavazellen mir genommen, damit man nämlich viel, viel mehr Strom damit erzeugen kann. Ich werde jetzt nochmal eine Buttbox basteln und dann mache ich einfach mal die Buttbox Haha, voll. Buttbox! Okay, wo sind die Dusts? Von was? Die Hier Dusts, in also der die. Chest. Hier ist Iron Dust drin. Covalence, das meine ich. Das ist hier doch. Guck mal. Oh! Danke. Machst du noch ein Alchemie-Bag für mich? Weil ich bin Ja. immer überfüllt. Ja, mach ich, mach Das ich, ist mach sehr ich. nett, Dankeschön. So, ich guck noch mal die ganze Zeit zu hier, ne? Wunderschön. Ich auch. Ich auch. Wow, boah, wow, awesome. Klappe zu. Uhu.
her, ich brauche noch mal ganz kurz, das mache ich mal schnell. Also Tacket ist die meiste Zeit noch rumsuchen, ne? So, ja. So, und zwar brauche ich 3 Papier, mach mal schnell ein Büchlein. Und mach mal folgendes, mach mal eine Werkbank. Ich finde es geil, dass man anderen beim Craften zuschauen kann. Und dann haben wir jetzt hier ein Crafting Table 3. Das ist ein Buch mit einer Werkbank. Und was kann der? Das zeige ich mal ganz kurz. IMAX, gucke hier. Der Block ist auch sehr schnell abgebaut. Mit einem Schlag kannst du ihn wieder abbauen. Geil. Und den platzierst du. Ach, der geht dann wie auf. Schande. Und wenn du reingehst, siehst du alle Items, die du craften kannst im Moment. Aus deinem jetzigen Inventar, was du dabei hast. Wooden Gear, was ist unnamed? Das sieht aus wie so eine wie so ein Sichel. Das ist zum Felder. Damit machst du einmal linksklick auf den Boden oder rechtsklick, weiß ich jetzt nicht, und machst einen 5x5 Radius, erntest du zum Beispiel bei einem Feld. Automatisch. Oder machst grünes Gras weg, ja, und so. Wir ownen gerade IMAX Mind. Ja. Und an der Seite sieht man halt. Was ist das CF? CF Sprayer? Was denn? CF Sprayer. Weil ich jetzt gerade nicht probiere. Sieht aus wie eine Schaufel. Keine Ahnung, was du meinst. Ach so, okay. CF Sprayer, nee, das ist gegen Unkraut irgendwie. Keine Ahnung, was es einem bringt. Aber. Haben wir irgendwo Eisen? Und was ist Crop? Und so 2 Stöcke nach oben. Das ist für Farming. Das ist hier ganz speziell gemacht. Damit kann man zum Beispiel Kaffeepflanzen oder Bierpflanzen machen. Du kannst auch Folgendes machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Zuckerrohr da rein tust, kannst du dann einfach mit Rechtsklick dann immer ernten. Oder mit einmal Linksklick erntest du immer, aber es geht nicht weg. Das heißt praktisch, es ist unendlich da. Das machen diese Crop dann. Geil. So, jetzt darfst du erzählen, was das da links ist. Links siehst du praktisch alle Items, die du benötigst, um das zu craften. Wenn du drüber fährst, siehst du das dann. Boah, ihr seid voll blöd. Mir macht Tacket fast Spaß. So, ich mach den mal ganz kurz. Jetzt hast du. Geil. Nee, ich wollte ihn woanders hin platzieren. Ja, wohin? Platzieren einfach irgendwo in der Ecke. Irgendwo, wo er gut stylisch hervorkommt. Weil der geht halt schön auf. Hey, Schnauzer. Ja. Ja! Geld. Wunderschön. So, haben wir noch Zeug für einen... Ach, guck mal, der geht auf, wenn man näher rangeht. Ja. Wir ownen gerade sein Mind, wie schon gesagt. Wie ging das jetzt? Der macht sogar einen Sound! Danke, Boromir, für die wunderbare Nachricht! Was denn? Lol. Willst du? Ach so. Warte mal, wir haben beide einen weißen, mach mal deinen auf. Das Ding ist ja mal übelst geil. Siehst du das gleiche wie ich? Ja. Dann muss ich meinen umfärben. Dann färb mal. Ja, okay, dann geh mal ganz kurz weg. Oder warte, ich werf dir einfach Müll zu. Oh, ich brauche jetzt den Table auch mal. Oder kann ich auch auf normalen Crafting Table Glas schneiden? Ich bin gleich fertig. Du kannst es auch auf normalen, du kannst es auch im Inventar direkt machen. Da hat es irgendwie nicht geklappt. Bei 4 Feldern reichen es. Endlich! So, der Energy Condenser, so. Ich zeige es jetzt mal im Praktischen. Den stelle ich mal hier in meinen Bunker. Meinen Bunker. Jetzt haben wir hier das Feld. Hier oben wird die EMC angezeigt und in diesem was generiert wird. Wo bist du? Wenn ich zum Beispiel jetzt. Alter, was ist das für ein geiles Ding? Das ist erstens eine Chest, zweitens. Soll ich mal ganz kurz demonstrieren? Ich demonstriere. Also, wir haben jetzt hier Weizen drin. Weizen ist nicht sehr viel wert. Und wir wollen Diamanten. Dann hat er jetzt 192 aus diesen Weizen EMC gemacht. Wenn wir jetzt da Cobblestone zum Beispiel reinmachen, dann sieht man richtig, wie es runtergeht und sich das langsam füllt. Natürlich sind die Sachen unterschiedlich viel wert. Und dann kommt ein Diamant raus. Ja. Also zum Beispiel, ich packe jetzt Smaragde rein, die sind viel wert. Wow. Und Nikolite auch. Und damit kann man halt zum Beispiel... So, jetzt haben wir einen Diamanten gemacht. Aber Nikolite gibt's doch unten voll viel. Ja. Ja, aber das ist das Tolle. Geil. So, jetzt können wir uns unendlich viele Sachen machen, solange wir immer eins von diesen Items haben. Pack nicht alles Nikolit rein. Nein, ich hab nicht alles rein. Wir haben noch 2,5 Stacks. So. So, ich gehe wieder unten nach Wiedersehen! Klar gucken. Ach, klar gucken, okay, viel Spaß. Und ich, haben wir ein Inks, also so ein... Wir können uns jetzt auch Brot kotzen und so. Was können wir? Brot kotzen? Brot.
Brot. Aber herrscht. Unten die Diamanten rausnehmen, weil sonst verflüchtigen die sich gleich und wir haben Milliarden Brote. Ja, also. Ja, das, machen wir Milliarden Brote. Brot für die Welt. Das wäre damit gelöst, hat sie. Clark, was machst du hier? Clark? Clark? Du hast eine Fackel abgebaut. So ein Griefer. Wollen wir dann, wo wollt ihr das Lager dann bauen? Hier drinnen? Also ich brauche erstmal einen von dem Tintenfisch hier diese komische Tintensäcke. Ja, ich finde, man kann erst Progress machen, wenn man einen Kondenser hat. Hat jemand durch Zufall von dem Tintenfisch? Nein. Ach, ich komme da nie drauf. Wie färbt man eigentlich so ein Alchemical Bag um? Einfach ein Alchemical Bag mit der Farbe, die man haben will, einfach reinpacken. Oh, ich will nur einen grünen. Ich will einen grünen. Ich will auch einen grünen. Nein, ich will einen grünen. Hab aber die grüne auf mich achtet. Nein. Und ganz am Anfang des Displays. Achso, okay. Vorteil ist natürlich, wenn jetzt praktisch der Alchemie-Bag verloren geht, craftet man sich einfach nochmal in der gleichen Farbe den gleichen und hat immer noch die ganzen Items drin. Was ist, wenn man... Kann man sich einen Alchemie-Bag eigentlich hier kondensen? Nee. Ich hab 59 Brote, möchte Brot. Was? Aber Feld. Aber... Geowned. So, ich hab meinen schwarzen Alchemie. Brot für die Welt, IMAX! Brot für die Welt! Kannst du mal ein paar Waffen gegen Zombies machen? Ja, aber zuerst einmal... Drop Zombie! Ich töte dich mit Unnamed! Ich esse Brot. Du kannst mir mal ein paar... Der ist Brot. Achtung, der Creeper ist ganz schön schnell. Brot. Warum Brot. Ist hier im... Also können wir Brot. Also können wir das Feld abreißen. Kein Schaden davon getragen. Hast du ein Glück. Das war einfach nur Taktik. Das war hier mein Skill. Hättet ihr mir diese Tiny Block Sachen nicht früher zeigen können? Nein. Da hätte ich hier übelst die flache Brücke machen können. Oder ich kann jetzt... Du kannst vieles. So, mein Ziel wäre erledigt. Ich habe einen Kondenser gebastelt. Gut, also danke fürs Zuschauen. Ja, tschüss. Ich verschwinde jetzt. So, die Chemiker weg. Auf. Das rein, das. Und jetzt beobachte ich mal hier. Und man sieht praktisch die Zahl daneben. Marble. Geht langsam runter. Marble. Wo ist Marble? Ich will Marble. Ich habe gerade nur noch 7 da hier. Ja, ich kondense. Kann man auch die Bricks kondensen? Ja. Kann alles. Boah, schreck mich. Oh Gott, will sie mich verarschen? Jetzt habe ich einen Diamanten reingelegt. Willst du mich verarschen? Die sind scheiße wenig wert. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Wir haben ein bisschen. Ich nehme mal mir hier 2 Stacks rauszubauen. Ich baue mein Zimmer. Was ist das? Das sind Bricks, Marmor-Bricks. Okay. Und wo bekommt, wie craftet man die? Aus Marble. Einem Gestein, das man random irgendwie in Höhlen findet. So, jetzt wollte ich schon mal nach einer Blattbox gucken. Der hat keinen wirklichen Crafting-Sinn in Tacket, aber er ist dekorativ schön. Wenn man von da kann dekorativ... man so Labore, ne? Hi, spielt Tine Wittler! Hat jemand von euch noch Tin? Da ist es. Okay, ich hab auch noch Tin. Irgendwo gehabt. Also hier sehen wir das neue... Wow. Oh. Was hast du? Warte, ich hab ne geile Idee. Geht übelst ab. Ich glaub, wir werden nie wieder los in diesem Let's Play. Ne. Ich spiele euch jetzt Tine Wittler. Das war eigentlich nur so als deiner Gastauftritt gedacht. Nö, der übernimmt jetzt das Let's Play. Ich übernehme jetzt. Herzlich willkommen, ihr seid jetzt bei Max Gaming. Boah, da kann ich ein Flugzeug bauen und oh mein Gott. Jetzt haben wir was gezeigt. Aber als erstes... Alter, sieht das hier scheiße aus. Das ist meins. Nö, meins. Ich hab hier ein Bett kaputt gemacht, mir egal, wem es gehört. Ich baue jetzt einen Schrank. Das Schnauzers. Warum?
warum immer meins? Ja, ich war gerade bei Ikea. Ich brauche mehr Holz. Mehr Holz. Da warst du kurz was erledigen, ne? Oh ja. Hauptsache. So, man kann ja auch, ich zeig das ja gerade, man kann auch Stone Bricks, wie man sie normal craftet, einfach nochmal in so einer Viereraufstellung reinmachen und dann kriegt man Stone Aber Bricks. Wooden Slabs kann man nicht mehr weiter verkleinern, das ist blöd. Und warum sollte man auch, ne? Ja, weil es ist ja auch nur ein halber Block. Ja, aber es ist nicht einer mit dieser Handsaw gemacht. Ja, was interessiert mich das? Viel. Weil du es ja nicht machen kannst. Nix. So, ich zieh mir jetzt einen schönen Bohrboden in mein Zimmer. Das ist so heftig, was man damit alles machen kann. Ich bin gerade am überlegen, wie ging das nochmal hier mit der Buttbox? Schau mal, ich hab ein Billy-Regal gemacht. Keine Ahnung. Ein Billy-Regal. War die Seite hier, das, wo es reingeht? Es ist geil, guck dir mal an. Ja. Oh, cool. IMAX, du bleibst jetzt hier. Du bist Tine Wittler jetzt. Hi, Chichai. Schnauze ein bisschen also, zur Seite. Schnauze, das ist richtig rum. An so grüne Seiten kann man was ranstecken und an rote Seite steckt man die Energiequelle an. Was ist das? Das ist okay. Unsere Batterie und ein geothermischer Reaktor. Geil, Reaktor. Sowas haben wir neben unserem Billy-Regal. Ja, das ist tackled. Das ist tackled. Es ist doch falsch rum, Boromir. Es gibt nur ein Output. Und Creeper was? Und so können nicht... Depp, so rum muss es. Oh mein Gott, ist das laut. Das ist der Output. Es kann von vier Seiten warum? Input geben. Warum funktioniert das denn hier? Nee, von fünf Seiten. Weil hier unten der Output ist. Hier geht ja die Energie runter. Oh! Oh, Boromir! Richtig gemacht. Ich bin nicht egal. So, Boromir, hast du noch einen Diamanten für mich? Ja. Ach, ich hab hier sind auch noch welche. Okay. Wir haben ja, ich sag ja, sobald ein Kondenser gemacht wurde, hat man den Fortschritt beinahe. So geil. Das ist. Schaut euch das an, oh mein Gott! Dieses Billy-Regal. Boah, awesome. Heftig. Also gibt's weißes Holz, ja, Birke. Boah, ich glaube Birke. So, boah, ich glaube, wir haben jetzt 17 Minuten aufgenommen. Wollen wir eine kleine Folgenunterbrechung machen? Nein, ich will noch keine Aufnahmepause. Ich will mehr aufnehmen. Warte, was ist das, so eine kleine Festplatte? Wirklich, ich habe noch 11 Gigabyte. Ja, können wir noch eine Folge aufnehmen? Ja, wir könnten noch eine Folge aufnehmen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.